Der Film Oppenheimer hat 7 BAFTAs gewonnen. Er erhielt die britischen Filmpreise unter anderem in den Kategorien Bester Film, Beste Regie. Als bester Hauptdarsteller wurde Cillian Murphy für die Rolle des Physikers und sogenannten Vaters der Atombombe Robert Oppenheimer ausgezeichnet. Als beste Hauptdarstellerin wurde Emma Stone geehrt. Sie spielt in Poor Things eine Leiche, die ein wahnsinniger Wissenschaftler wieder zum Leben erweckt. Den Preis für die beste Originaldrehbuchvorlage ging an den französischen Justizthriller Anatomie eines Falls. Sandra Hüller, die deutsche Hauptdarstellerin, ging leider leer aus.